Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. In diesem Tutorial möchte ich mit Ihnen eine Küchenzeile bauen und da kommen dann verschiedene Modeltechniken zustande und auch hier unter anderem solche Sachen wie Boole etc. Das schauen wir uns dann heute an. Um die Küchenzeile zu beginnen, nehme ich einen Würfel. Diesen Würfel werde ich jetzt auf eine Länge von 500 mal einstellen. In Z werde ihn hier dreifach unterteilen und dort zweifach unterteilen. Danach konvertiere ich, das ist also der Unterschrank, konvertiere ich das Ganze in ein Polygon. Jetzt wechsle ich in die Viereransicht mit F5 und gehe in den Punktemodus. Wechsle nun zu dem Auswahlwerkzeug und sage nicht nur Sichtbare auswählen, sondern alle. Jetzt schiebe ich mal den oberen Bereich einfach ein bisschen höher, so dass mir das gefällt, so ungefähr diese Breite hier für Unter- und Oberschrank. Okay, jetzt wähle ich im nächsten Schritt mal die Flächen aus. Das kann ich ja hier machen, gehe in den Flächenmodus und nehme jetzt das normale Selektionswerkzeug und stelle das mal auf 1, dass ich also wirklich nur diese Flächen hier selektiere. Und die möchte ich jetzt mit einer Extrusionstechnik, die sich nennt Innenextrudieren, verändern. Hier sage ich jetzt, dass ich die Gruppe nicht erhalten will, sondern dass halt jede einzelne Fläche in sich extrudiert. Und wir schauen uns das ja hier mal von nahem an. Da sage ich zuweisen. Dann gehe ich in den nächsten Schritt rein und sage, ich möchte das Ganze über Struktur extrudieren. Dort stelle ich mal ein, vielleicht ein Offset von so 3 cm. Schauen wir uns das hier mal seitlich an. Das heißt, er hat jetzt diesen Schrank so hier raus extrudiert. Nun gehe ich weiter auf die andere Seite, also wähle jetzt mal diese Selektion aus. Diese und diese. Und das soll jetzt so eine Schräge gleich hier drin ergeben. Darum sage ich jetzt, dass ich das Ganze wieder innen extrudieren möchte. Aber mache dieses Gruppenerhalten an und sage zuweisen. Dann behält er diese Gruppe und ich bekomme nur außen rundherum den Umriss. Jetzt gehe ich wieder hin und extrudiere das Ganze. Wir können das hier jetzt genau sehen, was ich hier mache. Und sage, das soll mal so 20 extrudiert werden. Dann kommt das genau so raus. Und ich gehe danach in den Punktemodus. Jetzt muss ich in Erfahrung bringen, welche Position hat dieser Punkt hier. 103. Diesen Wert kopiere ich mir. Nehme ich in die Zwischenablage. Jetzt nehme ich wieder die Rechtecksauswahl. Nur Sichtbares ist noch aus und ziehe hier eine Auswahl rum. Dann sage ich, dass diese Punkte auf 103 stehen sollen. Schon habe ich diesen ganzen Schrank schräg bekommen, so wie ich das haben wollte. Okay, das wäre jetzt eine Möglichkeit, so etwas schon mal zu erstellen. Nun möchte ich natürlich, dass das Ganze hier nicht so abgestuft ist, darum selektiere ich mir auch dieses hier und ziehe das mal ein bisschen gerade. Muss ich mal ein bisschen näher rangehen oder nehme diese Ansicht mal in groß. Und dann kann ich mir das anschauen hier. Weil ich so ungefähr eine Gerade bekomme. Okay. Jetzt möchte ich einen Schrank daneben setzen. Dafür gehe ich mal in den Normalmodus rein und baue mir ein neues Schrankobjekt, indem ich einen Würfel nehme, bringe ihn an die Seite. Wenn ich ja mein Gesamtobjekt hier mal schaue, dann weiß ich ja Z500, ja, habe ich gemacht, 250 nach links und rechts, probiere ich das mal, setze ich ihn jetzt in Richtung Z250. Dann muss ich natürlich seine Größe noch beschränken. Das heißt, der hat ja selber 200. Machen wir das mal auf 400.
das war zu viel, 350. Natürlich die Hälfte. Ja? So, dann möchte ich den ganzen Schrank ungefähr, was würde ich sagen, auch wieder 500 hoch machen. Und setze ihn auf 250 hoch. Quatsch. 100 hoch, 150. Schaue ich mal in die Seitenansicht. Ja, er sitzt jetzt genau dran. Dann unterteile ich diesen noch. Gehe mal ein bisschen weiter weg. In drei Teile. Damit ich wieder drei Teile bekomme. Und mache dann weiter, indem ich einfach die Taste C drücke, denn die löst aus, dass jetzt mein Würfel konvertiert wird. Ich drücke also die Taste C. Jetzt habe ich den ganzen Würfel, somit brauche ich nicht immer hier klicken und merke mir diesen Tastaturkürzel. C ist also dazu da, um die Objekte in ein Polygon zu konvertieren. Nun wechsle ich in den Punktemodus, selektiere mir dieses Objekt, ziehe mir hier eine Auswahl drumherum und skaliere das einfach ein bisschen hoch. Also auseinander quasi. Dann komme ich hier zwei Kästen wieder und das soll mal so okay sein. So ein Stückchen darunter ist schon ganz gut so. Nun selektiere ich wieder im Flächenmodus. Einfach mal diese ganzen Flächen. Dann nehme ich aber lieber dieses Werkzeug und fange an. Selektiere diese Flächen. Gehe wieder auf mein Innenextrudieren-Werkzeug. Die Werte lasse ich gleich. Gruppe erhalten aus, damit ich einzelne Schränke bekomme wieder, also einzelne Fächer. Extrudiere das wieder nach außen. Dort hatten wir eben auch den Wert 5 und sage zuweisen. Und dann haben wir das. Oder war das eben 3? Ich muss mal schauen. Ne, 3 war das. 3 hatte ich beim ersten Schritt genommen, damit das identisch ist. Na, das habe ich hier an dieser Linie gesehen, was ich vorher für eine Extrusion da gemacht habe. Okay, das haben wir jetzt auch. Nun gehe ich nochmal in die Seitenansicht hier. Zoome mal ein bisschen weg. Um jetzt hier im Punktemodus mal hier außen alles zu selektieren, also das hier, von dem Schrank, sehe ich hier diese Punkte, und ziehe das jetzt hier vorne mit gleich, dass es hier so eine bündige Kante gibt, außen, hier mit dieser, und dadurch steht der Kühlschrank natürlich ein bisschen vor, und das so kurz so. Nun gehe ich hin und unterteile das noch einmal, dreimal, mache das gleiche wie eben, wähle also wieder mein Selektionswerkzeug, gehe in den Flächenmodus, drücke die Taste C, um dieses in ein Polygon zu wandeln, wähle diese aus, diese und diese mit Shift-Klicks, gehe hin und extrudiere wieder innen, lasse das auf 5 stehen, Gruppe erhalten, nein, nicht an, ich möchte hier einzelne Türen bekommen. Dann gehe ich wieder in der Seitenansicht. Ich kann ja hier mal ein bisschen höher scrollen. So, dann sehen wir das wieder. Und sage wieder, ich möchte das Ganze extrudieren um diese 3 cm. Dann selektiere ich mir wieder im Punktemodus diesen ganzen Bereich. Und schiebe das mal nach innen so ein bisschen so ungefähr hier, dass ich also hier so eine etwas zurückliegende Küchenzeile bekomme. Schau mal, wie weit habe ich das? Sieht das gut aus? Ja, das gefällt mir. Nun möchte ich das Waschbecken hier herausarbeiten und dazu nehme ich mir wieder einen Würfel. Diesen platziere ich mal oder mache ihn etwas kleiner. Ich gehe mal hier in die Gesamtgröße oder hier kann ich das seitlich drin sehen. Nehme das Skalierwerkzeug und setze ihn mal ein bisschen kleiner ein. Ja, so ungefähr so. Und schau mal, wie groß der jetzt ist, so 61, das ist okay so. Dann schaffe ich ihn mir ein bisschen, na, String Z, fasse hier nach oben an und schiebe ihn nach oben raus. Und möchte ja jetzt hier mit das Waschbecken machen und darum gehe ich jetzt hin, gruppiere erstmal diese ganzen Elemente, um sie hier auszuschalten.
Nun mache ich die Küche oder die Küchenzeile mal unsichtbar, gehe auf den Würfel und stelle mir hier noch einen Rundungsradius mal ein, so vielleicht von 10. Ich gehe mal näher ran, nehme mal die Hauptperspektive und schaue mir das mal an, so 10. Machen wir es mal glatt 10. Hat gute Unterteilungen und gehe mal nach unten. Jetzt konvertiere ich den mit der Taste C wieder in ein Polygon. Gehe in den Flächenmodus und selektiere diese Fläche. Jetzt gehe ich hin und extrudiere das wieder nach innen. Sag mal zuweisen und erhöhe natürlich hier diesen Wert ein bisschen mehr. Schauen wir mal an, so müsste eigentlich gut sein. Dann lasse ich das etwas raus extrudieren. Ein bisschen mehr, so 10, 20. Schaue ich mal, drehe mich mal von vorne, gehe hin, erhöhe das einfach, um hier eine gewisse Länge rauszubekommen und möchte das unterteilen. Nein, hier will ich noch nicht unterteilen, lassen wir das und selektiere jetzt hier im Kantenmodus dieses via Ringmodus. Nehme also eine Ringselektion, wähle diese Kanten aus und möchte diese Kanten jetzt runden, ebenso wie oben. Dazu nehme ich den Befehl Beveln. Beveln ist jetzt dazu da, Kanten, Flächen zu runden, etc. Stelle natürlich hier mal auf Konvex, dass ich da eine Rundung bekomme und drehe mal los, indem ich jetzt hier mal zuweise. Jetzt sehen wir genau, wie er hier rundet. Und wir müssen da natürlich eine gewisse Stärke machen, aber damit das sauber wird, unterteile ich mir das auch noch ein paar Mal. Ja, einen mehr könnt ihr schon noch vertragen. So 4, nee, das ist mir zu viel, machen wir es so. 2-mal unterteilen, das reicht. Dadurch habe ich jetzt hier eine schöne runde Fläche bekommen und kann das Ganze dann nachher benutzen, um damit den Ausguss zu erzeugen. Nun gehe ich hin und schalte die Küchenzeile wieder an, bewege mich mal woanders hin, setze das jetzt ein bisschen tiefer rein, also mein ganzes Objekt ein bisschen tiefer, setze ich das mal so rein, schaue mir das mal an, so müsste eigentlich ganz gut sein und nehme jetzt ein neues Werkzeug, das nennt sich Beveln. Nein, jetzt habe ich mich versprochen. Ich meinte Bool. So, dort stecke ich mein erstes Objekt an. Wir gucken uns gleich mal das Boolen im Allgemeinen an und nehme jetzt hier mein Nullobjekt und stecke das da eben rein. Das muss oben drüber. Schon habe ich jetzt hier erreicht, dass ich so einen Ausguss habe. Jetzt ist das vielleicht noch ein bisschen wenig von der Höhe her, da muss ich dann gleich nochmal nachbessern. Aber erst zeige ich Ihnen mal das Boolen, wie es im Allgemeinen funktioniert. Ich sichere mal meine Szene, gehe in eine neue Datei und nehme mal einen Würfel. Der soll mal eine Hauswand symbolisieren. Oder fangen wir viel anders an. Ich nehme einen ganz anders an. Ich nehme einen Kugel und nehme einen Würfel. Diese Kugel ziehe ich mal etwas raus. Um das besser deutlich sichtbar zu machen, texturiere ich jetzt meine Objekte. Einmal ein rotes Objekt und noch eine neue Textur, ein blaues Objekt. Ich werde jetzt hier die rote Textur auf den Würfel legen und die blaue mal auf die Kugel. Dann sieht man besser, was passiert. Diese Kugel werde ich noch ein klein bisschen kleiner machen, vielleicht so. Und nehme jetzt nochmal ein Bool. Ein Bool hat verschiedene Möglichkeiten. Wir sehen hier A minus B, A plus B. A minus B haben wir da unten nochmal zum Auswählen. Geschnitten, A, B und ohne. Schauen wir uns das alles einmal an. A minus B. Darum benenne ich jetzt mal meine Objekte A, Würfel, und B, Kugel. Das heißt also jetzt, ich muss das auch in dieser Reihenfolge A minus B reinstecken. Also A, mein Würfel, und will die Kugel davon abziehen. Dadurch erhalte ich jetzt ein Loch.
Die Innenwände werden texturiert. Anders ist es, wenn ich jetzt das Boule umstelle. Klicke ich das Boole an, sehe ich hier jede Menge Kanten, die entstanden sind. Dort kann man sagen, neue Kanten verstecken. Hat den Vorteil fürs Texturieren später. Ich kann aber auch mal sagen, A ohne B. Dann sehen wir, was hier passieren würde. Das heißt, ein Körper ist ja immer hohl, ein Grundkörper. Das heißt, die Kugel ist dazu da, um mein Objekt jetzt wirklich A-B eine Fläche zu geben. Würden wir das jetzt natürlich ebenfalls rot texturieren oder legen die Textur oben aus, also so, dann hätten wir jetzt so unser Objekt. Der Vorteil ist, ich kann die Kugel jetzt bewegen und somit ein anderes Loch erzeugen. Also besser ist es doch, wenn wir das rot und blau lassen für den Anfang, dann kann man das besser sehen. Ja? Sie sehen, ich könnte jetzt hier auch eine Ecke rausschneiden. Wenn ich das mal rendern lasse, hätte ich jetzt hier so eine Ecke raus. Was wir noch sehen ist, dass hier diese Rundung, wie fein das strukturiert ist, der Übergang, der ist ja noch recht gezackt. Also liegt es an meiner Kugel, wie viele Segmente, also Unterteilungen sie hat. Das sauberer hinzubekommen, nehme ich das so. Nehmen wir mal an, wir wollten hier jetzt auch eine Art Waschbecken, aber mit einem runden Ausguss machen. Dann müsste ich das Ganze jetzt ja zusammenbringen zu einer Einheit. Machen wir das mal und ich lege mal eine Haupttextur also oben auf und verbinden diese beiden Objekte. Wie mache ich das? Ich gehe erstmal hin, selektiere alles und sage mit der Taste C wieder in ein Grundobjekt konvertieren. Jetzt sind hier drin ja mehrere Objekte und darum sage ich, ich möchte das Rechtsklick Unterobjekte selektieren. Wenn ich dieses mache, habe ich alles ausgewählt. Ich brauche mich also nicht darum kümmern. Hier drin ist jetzt alles selektiert. Sehen wir auch hier, dass mehrere Objekte sind. Jetzt sage ich, ich möchte das verbinden. Dann können wir das wegwerfen und wir bekommen einen Bool, also ein Objekt. Wollte ich aber jetzt diese Kante mittels Bevel, was wir eben schon mal so ein bisschen gesehen haben, runden, habe ich ein Problem. Ich müsste jetzt gucken, dass ich hier jedes einzelne Elementchen selektiert bekomme. Darum mache ich nochmal alles rückgängig. So. Wir haben nämlich bei dem Bool noch verschiedene Aktionen, die wir einstellen können. Wir können sagen, einzelne Objekte erzeugen und Schnittkanten erzeugen und optimiere diese Übergänge mit 0,01 cm, die Punkte, die dann entstehen und Polygone. Jetzt mache ich das gleiche noch einmal, Unterobjekte selektieren. Nein, erstmal alles in ein Polygon mit C konvertieren. Dann sehen wir schon, was passiert. Wir haben jetzt ein Objekt und daraus ist jetzt eins geworden und diese Kante ist jetzt direkt selektiert. Jetzt kann ich natürlich das Bevel-Werkzeug nehmen, um Kanten zu runden. Dieses funktioniert im Kantenmodus in verschiedenen Möglichkeiten, linear, konvex, konkav, bezier, manuell. Die anderen Möglichkeiten schauen Sie sich mal an, probieren Sie einfach. Konvex und ich muss ihm natürlich sagen, wie stark das hier unterteilt sein soll. Ich sage mal 4. Dann weise ich das ihm zu. Jetzt sehen wir, wie er wunderschön hier runde Kanten erzeugt. Natürlich auch wieder Polygone Kanten hier erzeugt. Und die können wir sagen, mach mir die mal unsichtbar. Aha. Indem ich N-Gones erstelle. N-Gones sind quasi unsichtbare Polygone. Der Radius ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Ich sehe, wenn ich das zu sehr untertreibe, da kriege ich eine Delle rein. Also ich brauche Unterteilung und der Radius ist ja hier. Den kann ich jetzt einstellen, wie stark er sein soll, um jetzt hier eine vernünftige Kante zu bekommen. Ja, eine abgerundete oder wenn es stärker sein soll, dann muss ich aber mal bedenken, je mehr Unterteilung ich mache, umso sauberer wird das in dieser Kante. Sehen Sie, jetzt habe ich nicht genau oder ich habe es übertrieben. Habe es nicht hingeguckt, habe einfach gemacht, gezogen, das geht sehr schnell. So. Ja,
noch ein bisschen weniger und hier noch ein bisschen weniger. Dann passt das schon. N-gonale Flächen und dann wird das gut. Jetzt habe ich hier nur eine. Ich sollte mal klicken, damit es genauer wird. Also so bekommt man dieses hin. Was können wir noch mit dem Bool machen? Schauen wir uns das mal an. Wenn wir jetzt das Ganze noch ein bisschen mal wieder rückgängig machen. Gehe auch so weit, dass ich meine zwei Farben habe. Da habe ich das. Jetzt kann ich in dem Bool sagen, ich kann ja A ohne B. Wir können aber auch geschnitten machen. Das heißt, ich kann jetzt meinen Würfel oder meine Kugel bewegen und somit das als Schnittmenge benutzen. Ja, das geht also auch. Praktisches Beispiel, so würden wir zwar nicht in der Praxis arbeiten, aber ich zeige es immer gerne, eine Hauswand und Fenster und Türen reinmachen. Praxis geht das nachher natürlich noch ein bisschen anders, aber nur mal diese Möglichkeiten. Ich nehme also einen Würfel, mache daraus einfach eine Wand in irgendeiner Weise, ein bisschen Stärke, ein bisschen Höhe, okay. Noch ein bisschen breiter. Jetzt nehme ich einen weiteren Würfel, um zu sehen, was da ist. Ich möchte damit also jetzt hier ein Fenster modellieren. Setze den mal auf den Boden und den Würfel nehme ich mal ein bisschen hoch. Womit ich das auf den Boden gesetzt habe, war schon wieder dieses Drop It on the Floor Plugin. Das werde ich Ihnen wirklich jetzt die nächste Zeit geben. Ich mache hieraus ein Fenster, nenne das mal Fenster. Nenne dieses mal Wand. Und dann habe ich das schon mal soweit. Fenster und Wand. Und jetzt nehme ich wieder ein Bool hier raus. A minus B, also Wand minus Fenster. Und ich erzeuge mir damit ein Fenster. Sage wieder neue Kanten verstecken, damit das einheitlich wird. Was war jetzt hier wichtig? Mein Bool-Objekt, also mein Würfel, muss immer überstehen. Minimum ein klein bisschen. Mache ich dieses nicht, könnte ich sowas damit erreichen. Also nicht viel. Also machen wir das rüber. Es muss überstehen. Natürlich kann man damit auch eine Vertiefung erzeugen. Wenn wir das jetzt hier so machen, sehen Sie, habe ich hier so einen Einlass. Aber da gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten, dieses zu erreichen. Schauen wir uns mal an, wenn ich jetzt dieses Fenster dupliziere. Ich möchte hier noch ein Fenster. A minus B. Ja, stecke ich das mal mit da rein. Passiert nichts. Wer sagt Ihnen denn, dass B nicht zwei Objekte sein können? Aha. Ich ordne das dem also unter und habe somit ein weiteres Fensterchen. Das Schöne ist, ich kann die Fenster immer noch modifizieren, in der Größe verändern. Ja, auch während das da drin ist. Nehme ich die Fenster noch einmal raus, also den Würfel, und nenne ihn mal Tür. Den bringe ich jetzt erstmal an seine Position. Stelle die Höhe für die Tür ein, mache die mal ein bisschen schmaler. Setze die erstmal hier unten rein, damit ich einen Absatz kriege und bringe dieses Objekt ebenfalls hier rein. Das funktioniert. Ziehe ich das also nach unten, dann wird auch meine Tür offen. Habe ich also keine Türschwelle. So mit und so ohne. Da muss man aber aufpassen, das liegt jetzt wieder hier an der genauen Stellung, da kann er nicht die Polygone so erzeugen, also dann noch ein bisschen größer machen. So hätte ich jetzt die Möglichkeit, hieraus eine Wand mit einem Fenster zu machen. Ne? Oder zwei Fenster und Tür. Gut, gehen wir wieder weiter rüber mit diesen Buhlen an unserer Küchenzeile. Jetzt gehe ich hin und schaue mir das mal in der Draufsicht genau an, diesen Würfel, und positioniere ihn noch ein bisschen so nach vorne, dass das ein bisschen aus der Mitte raus ist. Okay. Ja, so gefällt mir das. Dann nehme ich einen weiteren Würfel, mache diesen Würfel, ich gehe mal wieder in die Viereransicht, was weiter weg, drehe mich mal hier so hin, skaliere ihn erstmal grob klein. Einen kleinen süßen Würfel. Den bringe ich jetzt mal nach oben. Okay. Dann gehe ich hier in die Draufsicht und schiebe ihn mal hier ran und schaue mir das hier näher an. Wie weit er denn jetzt hier rein sitzt. Also er muss noch ein bisschen kleiner. Setze ihn mal ungefähr hier auf.
das kann ich gleich immer noch genau positionieren. Muss man mal hier anschauen, ob die Größe so passt. Naja, noch ein klein bisschen kleiner kann er werden. Fasse also hier nebenan, um ihn proportional zu skalieren. Er kann auch ruhig ein bisschen zurück sein. Das ist gut so. Nun konvertiere ich ihn wieder mit C in ein Polygonobjekt, gehe in den Flächenmodus und skaliere mal diese Flächen. Selektiere dafür links und rechts. Einmal dort. Mit Shift-Klick hier. Und wähle wieder das Innenextrudieren aus. Nun gebe ich wieder einen Wert rein, aber nicht so groß. Mache erstmal einen kleinen Wert, um was zu schauen. Ich gehe noch ein bisschen näher ran. Jetzt bin ich drin. Noch ein bisschen mehr. Mache das mal schön langsam, um hier so ein Größenmaß zu bekommen. Das macht er jetzt auf beiden Seiten gleichzeitig und schiebe das noch ein bisschen oben an die Kante, etwas höher. Dann stelle ich mich mal, hat das beide gleichzeitig gemacht. Jetzt stelle ich mich hier hin und sage, ich möchte extrudieren. Nehme ich mal nicht so einen hohen Wert erstmal. Sage zuweisen. Und ziehe das jetzt noch ein bisschen weiter raus. Jetzt kann ich ganz einfach hier, achten Sie mal oben drauf, was passiert, das anfassen. Und dann kann ich das auch ein bisschen schräger stellen. Das wird also, wie Sie unschwer erkennen können, der Wasserhahn. Nun wechsle ich das Werkzeug einmal kurz, um diese Flächen noch einmal zu extrudieren. Lage zuweisen, das ist jetzt ein bisschen viel. Machen wir es so ungefähr quadratisch. Schauen wir hier ein bisschen näher ran. Ja, das ist gut so. Dann gehe ich auf Innen extrudieren. Stelle das mal wieder ein. So sollte eigentlich ganz okay sein. Das können wir so lassen für nachher. Dann wähle ich jetzt hier wieder eine Fläche aus, die nach oben. Nun gehe ich hin und extrudiere diese Fläche. Stellen wir mal so 15 ein. Schauen wir mal. Ja, das sieht ganz gut aus. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen kleiner, diese Fläche da. Skaliere sie einfach mal ein bisschen noch zusammen. Das kann ich noch im Nachhinein machen. Einfach noch ein bisschen kleiner skalieren. So, dann nehmen wir nochmal die Extrusion und mache sie aber jetzt in dem Fall auf 17. Jetzt gehe ich hin, hier unten im Koordinatenmanager und stelle 20 Grad Winkel ein. Das sehen Sie hier. Dann sage ich neu transformieren. Jetzt ziehe ich mal hier ein bisschen höher. Das ist aber jetzt zu hoch. Ein bisschen zurückfahren. Nehmen wir mal einen glatten Wert, 15. So. Dann sage ich wiederum um 20 Grad. Damit habe ich jetzt schon 40 Grad Winkel erreicht. Sage ich neu transformieren. Jetzt gehe ich hin, der Rest zu 90 Grad sind ja 50, winkel ich also 50 Grad und sage noch einmal neu transformieren. Kann das hier auch von Hand ein bisschen rausziehen und sage nochmal neu transformieren. Jetzt gehe ich in der Zentralperspektive mal ein bisschen weiter weg. Gehe mal von unten, weil ich möchte jetzt den Wasserauslass hier erzeugen. Nehme also jetzt wieder mein Selektionswerkzeug, wähle diese Fläche an und sage einmal innen extrudieren. Stellen wir mal auf 1 cm, das ist gut. Wenn ich jetzt die Fläche hochschiebe, passiert Folgendes, ich habe hier keine Wandstärke. Nehme mal von mir aus auch 1,5, dann bekomme ich ja ein nächstes. Muss also aufpassen, nochmal rückgängig machen und jetzt 1,5. Jetzt sage ich, damit ich eine Wandstärke bekomme, nehme 0 und mache das nochmal. Jetzt läuft hier irgendwas daneben. Ich habe irgendwie rückgängig gedrückt. Nochmal. So. 1,5. Zuweisen. Jetzt wähle ich nochmal 0 aus. Dann geht das wieder zurück. Das heißt, ich muss jetzt mal eben mein Werkzeug wechseln. Gehe nochmal auf die Sicherheitsschiene. Das passiert also immer mal. Und gehe hin und sage
innen extrudieren. Ist ja gut, dass das passiert. Dann sehen wir das. 1,5. Jetzt wechsle ich mal kurzzeitig das Werkzeug so und sage jetzt nochmal 0. Und wenn ich das jetzt hochziehe, bleibt meine Wand hier innen drin stehen. Kann die mal recht hochsetzen. Gehe hier wieder in diese Seitenansicht und schiebe das mal ziemlich weit nach oben. Gehen wir also jetzt ein bisschen weg. Und jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen runden. Vorher setze ich aber mal meinen Wasserhahn jetzt wirklich auf diese Linie hier. Mache das mal in der Viereransicht. Kann ich ja hier genau beobachten. Nehme meinen Wasserhahn und ziehe ihn mal ein bisschen runter. So müsste gut sein, dass er hier drauf sitzt. Okay. Dann nehme ich mir jetzt ein Hypernerb und stecke diesen Würfel da rein. Ergebnis, wir bekommen einen runden Wasserhahn. Gehen wir da mal ran und wollen jetzt noch hier diesen Wasser vernünftig, die Wasserhähne konstruieren. Dazu gehe ich jetzt hin und selektiere noch, mache das Hypernerb nochmal aus und sage, ich will hier eine Ringselektion im Flächenmodus. Wähle ich also jetzt diesen Ring aus, einmal diesen und einmal diesen. Diese extrudiere ich jetzt erstmal wieder nach innen auf 1 cm. Dann extrudiere ich alle Seiten nach außen. Das wird natürlich ein bisschen groß. Wir machen das Hypernerb mal an vorher, also nochmal rückgängig. Machen das Hypernerb an, dann können wir das genau sehen und sagen, jetzt mal zuweisen. Dann kann ich das hier so ein bisschen beobachten, wie das wird. Wenn ich jetzt noch ein paar Unterteilungen mache, sehen Sie, wird das auch recht rund. Also gehe ich jetzt mal hin und setze das mal etwas kürzer ein und mache hier noch 3 Unterteilungen, damit das schön rund wird, griffig. Jetzt möchte ich hier diese Flächen nach raus extrudieren, ein wenig, also diese. Kann das jetzt beides gleichzeitig machen, aber ich mache es jetzt mal einzeln, sage also extrudieren, 1 cm wieder. Schau mir das an, das sieht gut aus. Und diese Fläche werde ich sofort die Selektion einfrieren und nenne das mal blau für mein blaues Farbgebung, dass Sie nachher beim Texturieren hier das Blau geben, bekomme ich ja das Text. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Gehe also einmal auf die andere Seite, nehme mir diesen Punkt hier raus und sage extrudieren, 1 cm und nenne das Ganze rot, indem ich das wieder einfriere. Jetzt habe ich den Fehler, dass ich das andere selektiert habe, muss also vorher das Tag aktivieren. Noch einmal und habe jetzt vergessen, hier das Tag zu wechseln. Das ist also ganz wichtig. Gehen wir nochmal hin und sagen, Selektion wiederherstellen. Ah, jetzt hat er das genommen. Okay, jetzt hat er das da eingefroren. Dann nennen wir das einfach in Rot um. Jetzt zeige ich Ihnen, wie es richtig geht. Also erst aufgepasst. Ich muss vorher auf jeden Fall das Tag verlassen. Jetzt wähle ich das hier nochmal aus. Dann sage ich wieder Selektion einfrieren. Jetzt habe ich mein Programm verschoben. Selektion einfrieren. Das ist jetzt blau. Dann bekomme ich auch ein zweites Tag, wo jetzt die Informationen der Flächen drin sind. Okay, schauen wir mal. Der ist immer noch nicht ganz unten, also ziehe ich ihn jetzt noch ein bisschen tiefer. Bis er hier so vernünftig drin sitzt. Schauen wir uns mal unsere Küchenzeile jetzt an, wie sie bis jetzt aussieht. Gehen wir ein bisschen weiter weg, lassen mal ändern. Oh ja, das wird langsam. Okay, im nächsten Schritt nehme ich jetzt hier mir einen Türgriff, setze ich hier einen Türgriff ein. Gehe mal wieder in die Viereransicht, mal was weiter weg, ein bisschen höher, ein bisschen näher ran, dass ich das hier alles sehr gut im Blick habe. Okay, das kann auch weiter weg und nehme einen neuen Würfel. Wie modelliere ich da jetzt einen Griff raus? Natürlich mache ich den in eine gewisse Höhe. Das war jetzt die falsche Richtung. Also hier in einer gewissen Höhe passe ich ihn mal ein. So ungefähr.
Vielleicht machen wir ihn glatt 10. Setze den nicht so tief, so lang brauche ich ihn nicht, so breit brauche ich ihn nicht. Und setze ihn mal eben nach vorne, dass er hier so rausguckt. Gehen wir hier nah ran. Ein bisschen höher. Ja, so ungefähr hier in diesem Bereich und mache ihn noch ein bisschen schmaler. Vielleicht so auf 5, 6. Ja, 6 ist ein gutes Maß. Jetzt gehe ich als nächstes hin. Der ist mir noch ein bisschen zu breit. Nochmal hier. Ich muss mir das mal ein bisschen so anschauen von der Breite her. Noch ein bisschen. So. Ja, dann machen wir ihn Z-mäßig genau mal 70. Okay. So tief muss er nicht sein. Okay. Und ziehen nochmal raus. Was innen ist, sehen wir ja sowieso nicht. Ziehen mal ein bisschen noch nach vorne. Setzen mal hier den Winkel was nach oben, dass Sie sehen, was ich mache. Gehe jetzt hin und unterteile ihn. Also polygoniere ihn. Dann gehe ich in den Flächenmodus. Selektiere ich mal diese Fläche hier oben. Und unten. Gehe in den Flächenmodus, wähle also oben aus und gleichzeitig unten aus. Nehme mein Innenextrudieren. Und muss mal schauen, wie viel das wird. Gehe jetzt mal hier sehr nah ran. Noch ein bisschen mehr, vielleicht 2. Also so. 2 ist sehr gut. Okay, stellen wir das auf 2. Dann möchte ich das jetzt nach innen extrudieren. Gehe ich also hin, sage ich Struktur extrudieren. Und gehe jetzt in den Minusbereich und da sage ich erstmal minus 1. Jetzt geht der Griff oben und unten nach innen. Minus 1 ist ein bisschen wenig. Ich kann das hier sehr gut verfolgen. Ich darf ja nicht ineinander. Also wenn ich das jetzt weitersetze auf minus 2, ein bisschen runterziehe, habe ich also hier so eine gewisse Kantenhöhe. Schauen wir mal, das kann ich hier besser beurteilen an der Kante. Die Unterteilung mache ich wieder auf 0. Das stand auch vom letzten Mal da. Sage keine Unterteilung und das ist gut. Jetzt möchte ich den Griff abrunden. Und zwar mit einem Beveln. Dort gehe ich in den Kantenmodus und selektiere einmal beide Kanten. Das heißt, diese Kante und gleichzeitig auf der anderen Seite diese Kante. Um jetzt dieses rund zu bekommen, müssen wir diese Struktur beveln. Das habe ich unter Struktur. So. Da sage ich, ich will das rund haben. Wie viel Unterteilung? Das ist sicherlich zu stark. Gehe ich erstmal in den Wert, mache mal einen kleinen Wert rein. Sage ich zuweisen. Dann brauchen wir mehr Unterteilung. Sage N-Gones erstellen. N-gonale Flächen. Wieder diese unsichtbaren Kanten. Und schau mir das mal an, wie mir der Griff so gefällt. Nicht so viele Unterteilungen. Gehen wir ein bisschen näher. So. Ja, das ist doch wunderbar. Habe ich jetzt hier diese Kanten wunderschön gerundet. Jetzt gehe ich hin und möchte diesen duplizieren. Das mache ich wie folgt. Ich nenne ihn Handgriff, gehe auf mein Duplizieren-Werkzeug, sage, ich möchte eine Kopie haben, Minusbereich, ich möchte hier nach links kopieren, da sehe ich das. So, dann habe ich ungefähr bei 160 diesen Abstand. Kann ich mal hier schauen. Muss das noch mehr sein? Ja, 165. Was hat er jetzt gemacht? Das war ein bisschen sehr hoch, ne? Okay, da habe ich diesen Abstand.
Hab die also dupliziert, gehe jetzt hier hin, setze den damit rein. Jetzt möchte ich diese ganze Gruppe für die Schubladen nach oben duplizieren. Da sage ich noch einmal duplizieren. Diese zwei, aber nicht hier. Merke mir diese 165 Abstand und sage, ich möchte das Ganze 70 in den Plusbereich nach oben duplizieren. Und schon habe ich diese zwei Griffe nach oben dupliziert. Jetzt gehe ich hin und hole mir das Objekt noch einmal raus und bringe es jetzt als Kopie nach oben. Hier hin. Schau mal in der Draufsicht, das soll ja, und gehe auch hier mal nah ran. Das sollen ja jetzt die Handgriffe werden und die sollen hier aber viel kleiner sein. Natürlich skaliere ich sie jetzt etwas der Größe. Da mein Schrank zurückliegend ist, ich mache sie auch ein bisschen kleiner in der Höhe, muss ich das natürlich reinschieben. Gehe mal näher ran, oh, ein bisschen, so. Dann positioniere ich ihn an die Kante vom ersten Schrank, also hier links. So. Ich schaue mir das mal an. So ungefähr. Was habe ich für eine Position? X mache ich also 70. Da rein. Hier mache ich 250 draus. Und hier mache ich mal minus 108. Okay. Dann dupliziere ich diesen Griff wieder. Zwei Instanzen, weil ich ja drei Schranktüren habe, nicht nach oben, sondern jetzt Z aber 165 nach rechts. Dann habe ich das hier. Muss jetzt mal schauen, ob das alles passt. Passt wunderbar. Hier wird mein Abstand aber an der Kante zu klein, also muss ich jetzt hier ein bisschen noch reingehen. Okay. Oh, ich bin hier von meinem Instanzobjekt viel zu nah an diese Kante gegangen. Das habe ich nicht gesehen. Gehe rein. So, dass ich hier so einen Abstand habe. Und hier noch ein bisschen tiefer. Machen wir das jetzt nochmal genauer. Duplizieren, zuweisen, schauen wir uns das hier an, ob das an der Kante ist, alles ist gut. So lasse ich diese und habe jetzt hier schon mal die Handgriffe erstellt.